ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen. Hergiswil hat gewonnen, der Trainer zurück und der Match. Sehen Sie noch in der detaillierten Reportage die Hintergründe zu den einzelnen Kämpfen und zum Trainerwechsel bei Hergiswil. Zusammengefasst, Hergiswil gewinnt am Samstag daheim gegen Einsiedeln hoch 27-13. Jedoch vor der Pause ist Einsiedeln noch mit 3 Siegen knapp 10-11 in Führung gelegen. So richtig durchgestartet hat Hergiswil erst nach der Pause. Gerade mit 3 Siegen mit technischer Überlegenheit und sogar einem Schultersieg, also 4 Siege von 5 Kämpfen. Motiviert hat sicher auch der Trainerwechsel wieder zurück zum Johnny Maroschwöldi, mit dem Hergiswil zweimal Schweizer Meister geworden ist, nämlich 2012 und 2013. Der Johnny zu seinem Engagement, wo sich der Ringerriegen fast familiär verbunden fühlt. Wenn du merkst, für deine Kinder etwas Schmerz haben oder weinen, du probierst für helfen. Aber das ist nur bis Ende Saison. Auf einen Johnny wartet keine leichte Aufgabe. Der grosse Trainer aus Ungarn ist zwar ein Hexer im Ringen, aber zaubern kann auch er nicht. Er kann die Strukturen der Mannschaft nicht grundlegend ändern. Er muss mit dem arbeiten, was da ist. Er kann Trainingsschwerpunkte neu setzen, bessere Kondition, Technik. Dazu bleiben ihm aber nur wenige Wochen bis zum Halbfinal. Der Coach! Der Johnny! Er denkt, der Johnny ist wieder da, alles wird gut. Der denkt es kurz. Aufbauarbeit braucht Jahre. Die richtige Nachwuchsförderung, die richtigen Transfers, dazu genügend finanziellen Spielraum, Sponsoren und erst dann die richtigen Trainings. Erst wenn all diese Kräutchen genug lange im Topf köcheln, kann daraus ein Zaubertrank strömen und ein kleines Dorf mit einem grossen Trainer und unbeugsamen Ringer Ladla unbesiegbar werden. Zu den einzelnen Kämpfen. Der Johnny gefragt nach dem erwarteten Resultat im Duell Hergiswil Einsiedeln. Ja, ungefähr diese Resultate erwarten. Leider zwei Kampf nicht so gelaufen wie vorgeplant. Aber das etwas schlechtere Aufstellen und etwas fehlende Kondition, was vorher gesagt. Und diese zwei Kampf leider verloren, aber dort auch relativ gut gerungen. Nicht ganz so gut angefangen für euch. Patrick Rölli gegen Dani Kählin. 8-8. Was war da genau die höhere Wertung angezählt? Ja, ganz genau. Die Aufstellung ist so gelaufen. Er muss Druck machen für Patrick, aber er muss aufpassen für Hüfte, für Stand. Und das Problem ist das, dass gerade für die erste Aktion, was ist passiert, Dani zieht die Hüfte und gerade 4 Punkte Vorsprung haben. Da genau die Aktion. Und das ist jetzt momentan ist höchste Wertung wert mehr, wenn wir unentschieden. Erst einmal zählen, das wir haben für höchste Aktion, höchste Wert Aktion. Das war relativ ganz am Schluss kam dieses blöde. Ja, das ist leider etwas Problem für Kondition. Wir können nicht wissen, ganze 6 Minuten lang konzentrieren und jetzt dran für das verändern für die ganze Mannschaft. Etwas härter trainieren und konsequenter trainieren und ich hoffe, dass das möglich etwas besser machen. Wenige Sekunden vor Schluss gelingt dem Dani Kelly mit dieser Aktion der Ausgleich und dank der höheren Einzuwertung der Sieg. Und in der letzten 5 Sekunden, 9, 1, 7, 8, 8.
Karin Daniel. Was wäre da die Erwartung gewesen im ersten Kampf? Ja, ein Sieg für Rölli Patrick. Schon da weiß ich für einen knappen Sieg, aber schon unbedingt ein Sieg. Dazu der Einsiedler-Trainer, der René Buchmann. Patrick Rölli gegen Dani Kählin. Es hat sehr gut für euch angefangen. 1-2. Ja, das war ein Kampf auf Augenhöhe zusammen. Dani ist hinten, 6-8, ein paar Sekunden vor Schluss und holt dann ein 2 noch. Schön gewesen, ja. Genau, und da hat ja eigentlich ein 8-8 ist die Ausgangslage, die hat die höhere Wertung gezählt für euch. Ein Vierer, ja. Ein Hüfter. Ja. Genau, der Julius Kurmer gegen Sven Neier. Also wirklich sehr gut, 0-17. Technische Überlegenheit für Sven Neier. Ja, da hat Sven auch seine Gewichtsvorteile ausgespielt und eingesetzt. Ja. Dann Julius Kurmann, der zweite Kampf, hat Hergiswil wieder verloren. Sehr deutlich, technische Überlegenheit, 0-17 gegen Sven Neier. Das muss weiss, Normalgewicht für Juli ist 82-83 Kilo. Und Sven ist über 100 Kilo. Ja, da ein bisschen. Und auch Sven ist besser Ringer. Und dieses Jahr Doppelschweizer Meister geworden, gegen und Freistil auch. Und sie überragende Saison haben. Bis jetzt ist alle kommen gewinnen. Und er ist besser Ringer heute Abend. Aber ich hoffe, es kommt ein besserer Kampf auch für Juli. Das hat man schon gewusst, dass nicht groß. Ja, das schon weiß vorher. Der erste Sieg für Hergiswil, Thomas Wiesler gegen Patrick Thäler. 18-2. Das auch erwartende relativ hohe innentechnische Überlegenheit. Leider etwas eine schlechte Situation, 2 Punkte abgeben, aber ich erst gratuliere für Thomas. Er hat sehr gut gekämpft und er bringt für viel Mannschaft Punkte. Was war da genau? Plötzlich zuerst technische Überlegenheit, 16-0 und dann doch wieder hat der Schiedsrichter anders entschieden. Etwas für Tisch falsch verstehen, wir haben einen Schiedsrichter und nachher für 16-0 schnell gehen für Schiedsrichter und gesagt, ja, schon haben wir 2 Wertung für Patrick auch. Wegen so schnell passiert für alles. Nicht wissen, nachher machen für Tisch. Herr Frank, Korrektur von der Wertung. Es hat eine 2er-Wertung für Stalin Patrick. 16-2 steht es aktuell. Thomas Wieser gegen Patrick Thäler. Ja, aber der Patrick hat zu viele Punkte am Boden abgegeben. Er hat recht viele Punkte abgegeben. Der Werner Suppiger für Roger Schatt, ein 3-0 und ein 9-0 und ein Schultersieg. Eben, das haben wir ein bisschen erwartet oder befürchtet, dass er dann von der Substanz her dass er nicht allzu weit mag. Ja, die erste Halbzeit war gut und dann ja, hat er sich auf die Geschichten eingelassen oben und da hat man es gesehen. Oh, ja. Der erste Schultersieg von heute Abend. Wieder ein Sieg für Hergiswil, ein deutlicher 9-0 Schultersieg. Werner Suppiger gegen Roger Schatt. Das ist sehr freundlich, jetzt ist schon wieder dabei für die Mannschaft, für Werner. Und klar, der erste Kampf nach 2 Jahren oder 2,5 Jahre ist relativ schwer, aber relativ gut gelaufen. Aber er auch muss hart dranbleiben, muss weiter kämpfen und weiter trainieren. Dann Marcel Kurmann gegen Michael Schönbechler. Technische Überlegenheit. Das ist auch eine gut klare Sache. Vorher schon weiß Schönbechler, mich ist der Mehrfachmedaillist für die Schweizer Meisterschaft. Und er ist Topfavorit. Aber unser Ziel ist das, für Kurmann Marcel probieren, alle Aktionen mitkämpfen und probieren für Punkt machen und seine Ziele erreicht, das ist schon gemacht für Punkt und das ist sehr gut für junge Ringer.
Pausenresultat lag Einsiedel noch in Führung, 10-11, hat man das so erwartet? Ja, für Pause erwartet vorher ein ganz knappes Resultat. Diese Seite oder andere Seite, wegen dass sie zu mir entscheidet, für Erste kommt, für Rölli Patrick und Gerin Dani, wegen dass sie entscheiden, dass ich nicht diese Seite führt, für Einsiedel Seite führt. Ja. Der Marcel Kurme gegen Michael Schönbächler. Technische Überlegenheit, das 2-18. Ja, das hätte man so auch mehr oder weniger erwarten können. Marcel Kurme hat den Wert geholt. Ja, gut für ihn. Nach der Pause nicht ganz so gut weitergegangen für euch. Akos Koriza gegen Bruno Flück. Akos Koriza ist sein erster Saisonsieg, den er hier hatte. Bruno Flück. 15-0, ja, das ist auch sicher auch der Bodenkampf, der den Unterschied ausgemacht hat. Und ja, das ist eine klare Sache. Ja. Ja. Gut für Akos Koriza, erster Sieg der Saison, sogar mit technischer Überlegenheit, 10-0 gegen Bruno Flück. Ich hoffe, es langsam kommt Akos auch wieder für alte Form. Wenn kommt wieder für alte Form, dann wissen sehr viel für die Mannschaft. Jetzt geht es ganz gut weiter, Marco Hodl gegen Dominik Kählin, auch wieder ein Schultersieg. Auch Marco ist nicht normal, ist Freistieringer, aber sehr gut. Ist das für Greco auch und sehr gut Gefühl habe für Greco Ringen auch und das schon gezeigt heute Abend auch und schon verdient gewinnen. Ja, das war so auch zu erwarten. Dominik Kählin ist einer von unseren jungen Ringer und der Marco Hodl ist doch sehr ein erfahrener Mann. Ja. Ein Sieg für euch, Benno Jungo gegen Andreas Burkhardt. 7-7, wieder hat die höhere Wertung ausschlagen. Ja, das hingegen freut mich sehr, ja, dass Andreas gewinnen mit dem Benno. Hat man nicht erwartet, oder? Nein, hat man so nicht erwarten. Ja. No. Benno Jungo gegen Andreas Burkhardt, 7-7, höhere Wertung hat wieder gezählt. Was hat man da erwartet, ein Sieg für Benno Jungo? Dort ist auch genau gleich wie erster Kampf, es ist schon möglich, beide Seiten schon weiß, ist ein harter Kampf. Aber Benno ist sehr gut gekämpft. Aber leider 3-4 Situationen nicht richtig genutzt für seine Chance. Dann Istvan Dencik gegen Jan Neier. Wieder technische Überlegenheit für Hergiswil, 16-0. Istvan Dencik ist unser junger Trainer, auch kommt für Ungarn. Er ist technisch sehr stark, aber schon braucht er noch die Zeit. Etwas für konditionell besser worden. Aber ich sage, er habe die Chance für 74 Kilo für alle Gegner gewinnen. Istvan Dencik gegen Jan Neier, technische Überlegenheit wieder für Hergiswil. Ja, Jan ist nicht in den Kampf hineingekommen, ist gar nie ins Ringen hineingekommen. Dort am Boden, Arm fort, Bünk fort. Schnell vorbei gewesen, ja. Und der letzte Kampf, aber irgendwie hat die Mannschaft ein bisschen den Faden verloren. Nochmal technische Überlegenheit, Patrick Stadumar gegen Peter Kercher. Ja, also 74 Greco ist unser Problemgewicht. Das ist, glaube ich, jetzt der vierte Ringer, der dort ringt. Und ja, wir haben die jüngsten Ausfälle. Ich hätte nicht gedacht, dass der Peter nochmal ringt. Der Peter ist auch 50 dieses Jahr. Wir sind froh, dass er antreten und haben wir eine ganze Mannschaft können stellen. Patrick Stadumar ist ja auch nicht mehr so der Jüngste, oder? Nein, aber... Dann Patrick Stadelmann gegen Peter Kercher. 15-0 technische Überlegenheit.
Schon weiss, für die zweite Hälfte ist ergesüm alles gut gelaufen, schon möglich alle fünf Kampf gewinnen. Leider nicht so gelaufen, aber ein Kampf nur mit 7-7 für höchsten Wert verloren. Und Patrick Stadema, ich schon so gesagt, was muss machen, das schon gemacht. Technische Überlegenheit gewinnen wegen gegnerisch. Zu mir ist so aussehen, ist schon relativ leichter Gegner, ist nicht für Niveau für Patrick. Und dann noch die einzelnen Kämpfe im Überblick. Im 57er Freistil verliert Patrick Rölli gegen Dominik Kählin aufgrund von einer höheren Einzuwertung 8-8, damit 1-2 Mannschaftspunkte für Einsiedler. Im 61er Greco bezwingt Thomas Wiesel den Patrick Thaler klar mit technischen Überlegenheit beim Stand von 18-2, 4-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Im 65er Freistil verliert Marcel Kurmer gegen Michi Schönbächler 2-18 und damit das gleiche Resultat, diesmal aber auf Seite von Einsiedlern. Im 70er Greco holt Marcel Hodu gegen Dominik Kählin einen Schultersieg beim Stand von 4-0, damit 4-0 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Im 74er Freistil gewinnt István Dencsik gegen Jan Neyer klar mit 16-0, damit technische Überlegenheit für Hergiswil und 4 Punkte aufs Mannschaftskonto. Im 74er Freistil lässt Patrick Stadumann und Peter Kercher keine Chance, 15-0, ebenfalls technische Überlegenheit für Hergiswil. Im 80er Freistil geht zwar der Benno Jungo zuerst gegen Andreas Burkhardt in Führung, muss dann aber Federn lassen und verliert 7-7, dank einer grösseren Einzuwertung von Andi Burkhardt 1-2 für Einsiedler. Im 86er Greco holt Akos Koriza gegen Bruno Flück den ersten Saisonsieg. Und zwar gerade mit technischer Überlegenheit 4-0. Das motiviert die Mannschaft und den Akos. Im 97er Freistil sieht man nach 1,5 Jahren Unterbruch wieder den Werner Suppiger. Er krönt den Einstand gerade mit einem Schultersieg gegen Roger Schatt. Chapeau! Und im 130er Greco gelingt es Julius Kurmer nicht, im Sven Neyer Paroli zu bieten. 0-17, damit technische Unterlegenheit und 0-4 Mannschaftspunkte für Einsiedler zum Schlussresultat von Hergiswil gewinnt den Match heute Abend mit 27-13. Ganz herzliches Dankeschön für den tollen Abend, aber er ist noch nicht fertig. Genau, weil das nächste Mal, wo geht es weiter nächste Woche? Haben wir Schattdorf daheim. Hoffen wir, dass wir ein bisschen stärker können aufstellen wieder. Ja. Schattdorf, das ist ja für euch quasi die Chance, oder? Ja, ja, ja. Okay, sind wir gespannt, danke vielmals. Sind wir gespannt, ja, danke. Wo geht es nächste Woche hin? Nächste Woche kommt für Freihandwerker dieses Jahr, wie vorher gesagt, ist die beste Form momentan. Aber jetzt ist unser Ziel ist das, ist, hart trainieren, innen für Woche und Wochenende immer ein bisschen steigen. Immer ein bisschen steigen und etwas zeigen, noch nicht möglich für Eingraben für Hergiswil. Wir sind bis jetzt nicht gestorben. Es ist Woche für Woche mit einem stärkeren Hergiswil zu rechnen. Gegen Freiamt allerdings am Samstag braucht es alle Hergiswil-Fans. Also, Hände zusammen und los, Johnny, los, dann wird's gut. Ringe dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.